Hallihallo, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu diesem verschneiten Nightjet hier auf Kassel-Würzburg. Baureihe 101, 50 Jahre Intercity Repaint. Und ja, wir fahren heute einen Nightjet ohne Autotransportwagen hinten dran, stehen hier in Kassel und fahren bis Fulda. Ich würde sagen, wir steigen einmal ein und rüsten auf. Na. Störung. Machen Störung. uns einmal das Führerstandslicht an und dann die Türen auf der rechten Seite freigeben. Jawohl, das funktioniert auch. Sehr schön. Okay, wir drehen uns einmal nach hinten. Und SIFA, PZP und LZB an. So. Signalleuchten auf Spitzensignale. PZB-Modus, oberste Zugart. Okay. LZB ist in Betrieb. Dann AFB an. Okay, nee, können wir nach vorne. Scheibenwischer an. Jawohl. Bremsschlüssel aufgesperrt. Lösen. Türen zu. Schließvorgang eingeleitet. Fernlicht können wir uns direkt anmachen. Signal und Instrumentenbeleuchtung ist an. Dann sind wir soweit. Good to go. Zugsammelschiene ist an. Jawohl. Ja, schönes Repaint, ne? Machen wir noch einen Screenshot und auf geht's. Nehmen wir direkt den Sander mit dazu. Aufgesperrt. Gelöst. Ja, Fahrtrichtungswender ist in Vorwärtsstellung. Zuglichter machen wir noch an. Okay, eigentlich müssten wir fahren können. Fahren wir mal ohne AFB. Ja, jetzt geht's. Komisch. Und jetzt, wenn wir uns die AFB anmachen. Ich liebe es, wie seit dem Update diese Verzögerung mit eingebaut worden ist, dass man Leistung aufschaltet und die Leistung aber erst mit einer leichten Verzögerung halt erst danach aufgeschaltet wird. Ich glaube, wir sind limitiert auf 100 km/h, oder? Nee, gar nicht. Wir haben ja gar keine Autotransportwagen.
Die Frage ist, wie schnell fährt so ein Nightjet? Ich dachte mir, so ein winterliches Szenario hier ist doch gar nicht mal so schlecht. Hier so ein Nightjet gemütlich. Passt doch so schön zur weihnachtlichen Stimmung. Wenn alles so kalt ist draußen. Krass, oder wie viel das Fernlicht mittlerweile hier ausleuchtet. Das ist die Signalbeleuchtung. Also die ganz normalen Spitzensignal, das ist das Fernlicht. Ja, bleiben wir beim Fernlicht. Ja, man erkennt natürlich nichts. Das ist klar. Na, komm, nochmal Bügelfeuer. Dann nicht. So, 160 sind erreicht. Natürlich hier zu der großen Beleuchtung auch wechseln, aber ich finde die, also die ist auch angenehm, aber ich finde es ehrlich gesagt angenehmer, hier mit der kleinen zu fahren. So, ja, haben wir jetzt ungefähr eine halbe Stunde noch vor uns. Scheinwischer aus. Und Scheinwischer wieder an.
Schön wäre natürlich, wenn es jetzt noch gewittern würde, aber das können wir, glaube ich, nicht einstellen, oder? Nee. Aber dynamisches Wetter ist an, das heißt also, es kann durchaus trotzdem sein, dass es mal gewittert. Lange Tunnelfahrt, alles im Dunkeln. Ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht. Habt vielleicht einen Tee in der Hand. Oder einen Kaffee. Oder irgendein anderes heißes Getränk. Habt euch das Kirschkernkissen warm gemacht und es euch gemütlich gemacht irgendwo. Im Bett, auf der Couch. Im Sessel. Auf dem Boden. Irgendwo. Und guckt gerade ganz entspannt zu. Sehr schön. Einmal der Kollege entgegengekommen. Ja, 2:18 Uhr. Gar nicht mal so weit entfernt von der Uhrzeit, wo ich das hier aufnehme. Na gut, bei mir ist es gerade 23.39 Uhr. Ja, Tunnel, Tunnel, Tunnel. Es lässt sich halt auch nicht so viel sagen, aber es soll ja auch eine ganz entspannte Fahrt werden. So viel will ich auch gar nicht dazwischen quatschen. Ich glaube, man kann hier ganz gemächlich die Eindrücke genießen hier von der Baureihe 101, in der wir schon lange, lange nicht mehr saßen. Lange, lange ist es her. Wir können uns auch hier mal die anderen Displays nochmal einschalten. Nee. Das hier wollte ich haben. Tja, was gibt es sonst zum Führerstand sagen? Hier haben wir die ganzen Bremsanzeigen. Hier ist unsere Geschwindigkeit. Hauptziel unsere aktuell zugelassene Geschwindigkeit, die LZB
Entschuldigung, ich habe so einen trockenen Husten, ne? Das ist schlimm. Ganz unangenehm. Aber kein Corona. So, was haben wir hier? Das ist die Anzeige, wie viel Kilonewton aufgeschaltet ist. Hier haben wir dann unser anderes maschinentechnisches Display. Hier ist der Zugfunk. Und hier ist schon wieder ein Tunnel. Die PZB ist natürlich hier im Ruhemodus. Solange die LZB an ist, sehen wir auch hier anhand der Leuchtmelder. Sehr schön. Ah, ich liebe die Funktion. Was ich sehr schön finde, ist, dass wir von vornherein auf die 160 limitiert sind. Ich glaube, so ein Nightjet fährt auch, glaube ich, nicht unbedingt schneller als 160, oder? Ich glaube, bei 200 wird man zu sehr durchgeschüttelt. Andererseits frage ich mich, warum lassen dann Nightjet-Wagen überhaupt 200 km/h zu? Wenn die Züge eh nicht so schnell fahren, weil es halt sonst, ja, sonst auf den Fahrgastkomfort geht, das ist ja klar. Nachts will man ja auch schlafen. Und ich glaube, das funktioniert halt nicht so gut bei 200 km/h. Daher, wie gesagt, fahren Nightjets überhaupt 200 tatsächlich im Nightjet-Betrieb? Also wirklich nachts? Oder, beziehungsweise, und wenn nicht, warum dürfen die Wagen trotzdem 200 fahren? Gut, wir haben jetzt natürlich nur die Intercity-Wagen, also wir tun ja nur so, als seien wir Nightjet. Aber die echten Nightjet-Wagen, die Liegewagen, dürfen ja auch 200 fahren, teilweise zumindest. Wird dann auch tatsächlich 200 gefahren? Weiß das jemand? Falls ja, gerne in die Kommentare rein. Ja, was lässt sich zum Thema Nightjet allgemein sagen? Ist ja mal ein ganz interessantes Thema. Also der Nightjet ist der Nachtreisezug der ÖBB und verfügt halt eben über Schlafwagen, Sitzwagen, Liegewagen. Und wird teilweise in Kooperation betrieben mit der SBB zum Beispiel oder auch mit der DB. In Deutschland beispielsweise ist das so, die Nightjets, die nach Hamburg fahren, und davon sind wir, glaube ich, einer. Beziehungsweise wir kommen aus Hamburg. Die werden dann zum Beispiel in Kooperation mit der DB betrieben. Die DB stellt dann zum Beispiel die Lok, die Baureihe 101, in Deutschland. Und irgendwo erfolgt dann ein Lokwechsel. Genau, ÖBB und SBB besitzen das Wagenmaterial. Die DB besitzt leider keins. Schande über die DB. Ja, die
Die ÖBB hat tatsächlich seit dem, also im Fahrplanjahr 2021 haben die ÖBB den Nightjet Wien-Bregenz zum Beispiel betrieben. Graz-Zürich. Wien-Zürich, Wien-Paris, Berlin-Zürich, Wien-Amsterdam, Hamburg-Zürich, Wien-Hamburg, Innsbruck-Hamburg, Innsbruck-Amsterdam, Innsbruck-Brüssel, Wien-Brüssel, Wien-Rom, Wien-Mailand, Wien-Livorno, Wien-Venedig, München-Rom, München-Mailand, München-Venedig, Wien-Berlin. Entschuldigung. Zürich-Prag, Zürich, München-Zagreb, München-Rijeka, Budapest-München, Budapest-Zürich, Budapest-Berlin und Wien-Warschau. Genau wie die City-Nightline-Züge der damaligen DB bestehen auch die Nightjet-Garnituren aus Einzelwagen. Heißt also, die können durchaus in Zugteile und Kurswagengruppen aufgeteilt werden. Können zusammengeführt werden. Und das passiert auch bei einigen Nightjets, die vereinigt oder getrennt werden. Ein paar Nightjets haben auch tatsächlich Auto- und Motorradtransportmöglichkeiten. Unser ist gerade keiner, aber ich glaube, einer der anderen Nightjets im Fahrplan hat tatsächlich die Autotransportwagen hinten dran. Die meisten der Wagen, die ÖBB besitzen, gehörten schon vorher der ÖBB oder gehören denen halt immer noch. Und beziehungsweise wurden neu gekauft, neu gefertigt. 15 Liegewagen und 42 Schlafwagen wurden von der Deutschen Bahn gekauft. Und die werden seit Herbst 2016 eingesetzt. Kilometer noch. Ja. Ja, die ÖBB haben 33 neue 230 km/h schnelle siebenteilige Zuggarnituren vom Typ Siemens Viaggio Next Level bestellt. Und die werden seit 2019 von Siemens Mobility produziert. Die ersten von denen hat man auch schon gesehen. Die sind auch, glaube ich, schon teilweise im Einsatz. Zumindest wurden sie vorgestellt. Und
Frühjahr 2023 beginnt der Regelbetrieb. Und bis 2025 sind dann alle Wagen in Betrieb. Ein siebenteiliger Zug vom neuen Typen, Siemens Viaggio, ist für maximal 254 Fahrgäste ausgelegt. Ordentlich aufgeklärt. Hat ja auch aufgehört zu schneien mittlerweile. So wie Bremsen leicht. Was sind eigentlich die Teile hier an der Seite? Sind das Lampen? Wenn ja, warum sind die aus? So, ich muss allerdings, glaube ich, an dieser Stelle erstmal das Licht anmachen. Einmal kurz die SIFA ausmachen. Wo ist die SIFA? Nein. Na gut, jetzt sind eher alle Fahrgäste wach. Ja, was ich im Begriff zu sagen war, nachdem dann die SIFA meinte, uns jetzt abschießen zu müssen. Ah ja, ist das nicht schön. Genau, was ich sagen wollte, ist, dass ich glaube, dass es sinnvoller ist, das Video an dieser Stelle doch abzubrechen, weil mein Husten leider vermutlich das Seh- und Hörerlebnis doch sehr, sehr stark einschränkt. Insofern bedanke ich mich für euer Zusehen und auch für eure Geduld, mein Husten zu ertragen. Ja, habt eine schöne, entspannte Zeit, macht es euch gemütlich und genießt ein wenig die Freizeit. Alles Gute, alles Liebe.